Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von We Are Football. Wir sind in der zweiten Saison mit dem SV Rödinghausen und bei der Saisonplanung. Ja, es geht um das Budget für das nächste Jahr. Was machen wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall mehr zur Verfügung. Eins ist die Frage, müssen wir jetzt langfristig hier vorgehen, ne? Also ein Jugendinternat zu bauen wäre schon eine Sache. $300.000, glaube ich, kostet uns der Spaß. Dann machen wir mal 400.000. Wir müssen schauen. Verhandlungsgeschichte. Unser Ziel ist Platz 7, ja, das passt. Na. Aktionspunkt einsetzen. Ja, bitte, möchte ich einsetzen. So, pass auf, wir wollen genau 400.000 fürs Vereinsbudget und hier machen wir nochmal. So. Ja, das Vertrauen mit dem Präsidium geht jetzt ein bisschen runter, aber vielleicht können wir das steigern, wenn wir erfolgreich sind. Ich glaube, das müsste passen. 300.000 für das Internat, ja, damit wir in der Jugend was aufbauen können. Und 700.000 fürs Budget zum Transfer. Ja, können wir uns vielleicht so, ja, wenn es gut geht, so zwei Jugendspieler holen und die aufbauen. Weiter. So. Was haben wir hier? So läuft das bei mir. Genau. Anbieten. Jeder bekommt seine Chance. Ja, ich lasse es so. Würde nichts ändern. Genau, nee, das lassen wir alles so. Und wir kaufen nur Spieler, die uns wirklich weiterbringen. Ja, genau. Gut. So, Rücknummern. Müssen wir da was ändern? Nee. Ein Spieler ist weg. Nee, das lassen wir alles so. So, was haben wir als nächstes? So, jetzt geht's los, der Wochenstart. Ja, wir wollen natürlich Fitness trainieren, ist klar. Oh, wir sind sogar im DFB-Pokal dabei. Super, das ist sehr gut. Das freut mich. Dann machen wir weiter. So, Budget. Zuerst mal hier, was haben wir hier noch? Oh, Sima Kala ist verletzt, 20 Tage... Jakov noch 7. Okay, das passt. 13 Tage das erste Spiel. Na super. Eintrittspreise festlegen. Weiterbildung. Genau. Die machen wir hier. Dauerkarten müssen wir festlegen. Gut. Ja, Scouting-Liste. So, jetzt passt. Uff. Oh ja. Mhm. Die sind haben die gewechselt, oder? Nein, die sind jetzt alle weg.
So, müssen wir jetzt mal gucken. Der ist vereinslos. Das ist gut. Das ist sehr gut. Pass auf, das ist ein Stürmer, gell? Ja. Nehmen wir den Hutchinson oder den da. Das ist auch vereinslos, oder was? 5,1 Innenverteidiger. Warte mal, mit dem machen wir ein Vertragsgespräch, geht das? Ja. So, Hutchinson oder mhm. 2,6. Gehen wir mal kurz auf Scouting, wenn es geht. Vielleicht sind da noch mehr vereinslos, das wäre natürlich schon interessant. Ohne Vertrag. So. Vielleicht haben wir da irgendwo ein Schnäppchen noch dabei. Alle Positionen. So. 4,7. Interessant. Kleinhandel. Der wäre natürlich schon eine Alternative, ne? Links. Ja. Was ist mit dem hier? Hier ist hier. Also der wäre schon... Den können wir auch mal mit dem reden. So, pass auf. Was haben wir sonst noch hier? Ja, die Frage ist dann noch im Sturm. Außen. Hier 7. Hier 7. Gibt es da noch mehr? Aber der. Ne, die werden nie zu mir kommen, oder? 1 Million Marktwert. Der kommt nie zu mir. Tja, das ist jetzt die Frage hier. Oh, der wäre interessant. Achso, den kann man nicht scouten, das ist blöd. Also Innenverteidiger und Außenverteidiger. Weil dann will ich nämlich den Rima. Achso, jetzt weiß ich nicht.
ob das ein Talent ist, ne? Also der Flottmann ist auf jeden Fall weg. Dann kommt ein anderer rein. Ja, der ist dann der Dritte. Ja, das passt, das ist okay. Kunsten. Der Wanner, der kann eigentlich auch raus, ne? Der hat leider das Problem. Der kann sonst nichts, ne? Nur zentral und der spielt leider. Hab mit dem Verein abgeschlossen, na super. Ja, du kommst auf die Transferliste, mein Lieber. Genau. So. Mause. Ja, einen Stürmer hätte ich schon gerne, noch einen zweiten, ne? Ja, wissen nicht, ob das ein Talent ist, ne? Ist das Problem? Okay, wir probieren es jetzt mal. Also den Innenverteidiger auf jeden Fall und der linke Verteidiger dann auch, ne? Okay. Weiter geht's. Wochenplanung. Oh Gott. Charity-Aktion machen wir mal hier. Voll gepackt alles hier. Trainingslager organisieren machen wir hier hin. Den Rest machen wir dann später. Oh, Banden. Ja, den machen wir auch noch. Bandensponsor. Gehaltserhöhung. Mei, die wollen alle Geld, Freunde. Ich hab doch keins. So. Weiter geht's. So, Training. Ja, Kondition müssen wir bolzen, ist klar. Noch nicht so viel, weil sonst gehen die alle wieder hops. Genau, das ist gut hier, der Plan. So. Eintrittspreise. Nee. Ja, das reicht. So. Jetzt wird's interessant. Fünfundzwanzig. Ja, das passt. 5 Jahre Vertrag, das können wir machen. Grundgehalt. Ja, nicht so viel, bitte. Ich habe nicht so viel. Handgeld, hallo? Sag mal, geht's dir so gut oder was? 270.000 will der Handgeld haben. Das ist ja ein Wucher. So nicht. Zu viel Handgeld. So, Pokal. Das können wir uns jetzt stundenlang anschauen. Lassen wir lieber. Wo spielen wir denn? Hamburg SV. Jawohl. Ja, wir haben ein Spiel. Sehr gut. Ja, wollen wir. Ja, natürlich. Hamburger SV, na super. Ja, der Wanner muss weg.
Der will auch 370.000 Handgeld, Freunde. Das ist ja Wahnsinn. Wie soll das funktionieren? Nee, so nicht. Freunde, so kommen wir nicht zusammen. So wird es nichts. Da müssen wir jetzt Plan B machen. Da müssen wir tatsächlich noch schwächere Spieler suchen. Das ist ja uferlos. So. Bandenwerbung. Mehr, mein Freund, ne? Okay. Ah, super. Machen wir. Ja, mit den Spielern macht mir etwas Kopf zu bringen. Dauerkarten, ja, das passt soweit. Alles gut. Abteilungsleiter, der will mehr Geld haben, der Torwarttrainer. Das kann ich mir auch, aber nicht so. Genau, geht doch. Nächster Tag. Trainingslager. Ja. Wir fahren wieder dahin, wo es günstig ist, nach Tegernsee. Wir bleiben wieder, würde sagen, 5 Tage. Ja, 5 Tage, das reicht. Haben eh kein Geld. Los geht's. So, nächster ist hier Leiter Finanzen. Ja, wir nehmen den Emil. Machen wir. So. Also das ist echt tricky mit diesen Spielern. Spieler beendet die Karriere, Herr Flottmann. Möchte gerne beenden, okay. Liga. So. Nächste Woche. Spielen wir schon was? Okay. Bin doch gar nicht fit. Freunde, geht schon los. Oh je, meine.
Das ist ja super. Dortmund 2 auch noch. Na, Wahnsinn. Das kann ja was werden. So, persönlich jetzt wieder. Nochmal Scouting bitte. Oder den da, den 17-Jährigen. Ne, wir nehmen den Hutchinson, würde ich sagen. Ja, der wird mich schon reizen. Gehen wir mal. Kann ja nur besser werden, ne? Nochmal in die Liste vom Scouting gehen, bitte. Ich schaue nochmal was. Maximale Stufe machen wir mal so. Genau. Und Minimumstufe machen wir so. Und dann alle Positionen, Vertrag auslaufen. Jetzt haben. Haben alle den Vertrag erast? Nee. Achso. Moment. Falsch. Er hat 3,5. Tja. Linkes Mittelfeld, haben wir da vielleicht noch was? Wäre auch nur noch eine Option. Linkes Mittelfeld, da fehlt uns noch irgendeiner. Falls wir mal das System wechseln wollen. Da. Ah ja, hier. Wollen wieder so ewig viel Handgeld, oder? Ah, Leute. Ist der Vogel aber jünger, ne? Er kann auch links außen spielen, das ist gut. Was kann der noch? Anderes, okay. Oh, der ist interessant. Ja, den können wir mal anfragen. Mal gucken. So, los geht's. Nächste Woche. Ja, wir sind natürlich jetzt noch mitten in der Vorbereitung. Natürlich scheiße, ja, dass er jetzt Dortmund kommt. Ja, hilft nichts. Wir müssen Konditions hier bolzen. So, Hutchinson. Der will wieder 340.000 Handgeld. Stärke 3,6, ne? Der will genauso viel Handgeld haben wie einer mit 5. Kann doch nicht sein.
sehe ich nicht ein. Oh, der ist günstiger. Der ist etwas günstiger, tatsächlich. Okay. Pass auf, dann machen wir es mal so. Aber der könnte durchaus interessant sein. 3,5 links, rechts und zentral kann der spielen. Wir haben jetzt leider sonst keinerlei Erkenntnisse. Ah ja, hier hat er gespielt. Okay. Ja. Mhm. Ah, 325.000 Belastung. Boah. Ah, das ist mir noch zu teuer. Ja, ich bin ein bisschen knauserig, ne, mit meinem Geld. Ja, wir müssen noch mehr Jugendarbeit treiben. Das ist wirklich der entscheidende Punkt. So. Mal schauen, was uns das erste Spiel bringt. Ist ein bisschen früh, muss ich sagen. So. Ja, hier ist keiner fit, ne? Großartig. Weltklasse. Oh je. Hm. 8,5, ja, ist klar, ne? 9,3, logisch. Ja, da habe ich keine Chance. Pass auf, wir machen es anders. Wir spielen etwas defensiver. Laufen jetzt nicht ganz ins offene Messer. Weil das hat keinen Sinn. Ja. Das wäre eine gute Option hier, so in der Form. Defensiv mit langen Bällen, genau. So machen wir das. Wir spielen durch die Mitte. Sporadisch, genau. So. Ja, das passt soweit. Manndeckung.
Los geht's. Erstes Spiel der zweiten Saison. Geht schon richtig ab hier. Oh, erste Chance. Ah, der Maikauf, der lässt mich nicht im Stich. Sehr gut. Ah, der SC Verl ist abgestiegen. Interessant. Und Viktoria Köln. Ja, passt soweit. Halbzeit. Wir könnten mal dem Ibrahim ein bisschen helfen. Ibrahim, wo bist du? Da. Das kannst du besser. Ja, weiter geht's. Oh, oh. Glück gehabt. Oh, nächster Angriff. Jetzt wird's kritisch. Jetzt kommt die Phase. Ja, sieben halt. Klasse. Konter. Maikov. Dribbelt. Posten. Tor. Geil. 2-0. So. Was machen wir jetzt? Überlegen. Oh, der Maikov muss raus, glaube ich. Der ist ein bisschen angeschlagen. Machen wir den Kunze rein. Ja, der ist noch nicht fit. Und dann vielleicht noch den Flottmann rein. Weiter geht's. Das ist natürlich geil, am Anfang gleich der Sieg hier. Yes! Wichtig! Super! Wer ist denn da jetzt neu? MSV Duisburg 2, Turu Düsseldorf, okay. Ach, jetzt sind es nur noch 18 Mannschaften, ist auch gut. Also weniger Spieltage. Und Gütersloh. Sind tatsächlich die ersten zwei aufgestiegen. Ist interessant. Naja. Gut, weiter geht's. Kaufen da ein. Irre. So. Wir müssen Fitness machen, bitte. Kein Spiel, deshalb Fitness. Gut, dann würde ich sagen, passt genau. Die Folge ist zu Ende und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.